ich muss mir jetzt Citratzyklus, Glykolyse, Helmsynthese, Purinsynthese einprägen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles schaffen soll und dann noch in dieser kurzen Zeit. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video möchte ich dir zeigen und eine Strategie mit an die Hand geben, wie du die ganzen Stoffwechselwege in der Biochemie einfach und auch langfristig und maximal effizient einprägen kannst und dass du dann die Details und wirklich die ganzen Lerninhalte dann auch langfristig abrufen kannst. Ich kenne es aus meinem eigenen Studium, man muss so viele Details und Kleinigkeiten, die ganzen Substrate der einzelnen Stoffwechselwege wirklich einfach parat haben, auswendig können und das dann meistens auch noch über Monate oder über 1-2 Jahre hinweg bis zum Examen. Ich möchte dir zeigen, wie ich damals ja selbst an das Thema Biochemie, Stoffwechselwege herangegangen bin, möchte dir da Tipps, Ratschläge geben und dir auch konkreter zeigen, wie du wirklich solche Stoffwechselwege einfach ja maximal effizient einfach lernen und dir einprägen kannst. Ja, und bis zum Ende dranbleiben lohnt sich, denn am Ende werde ich dir noch eine Neuigkeit ja mitteilen, was ganz cool ist, falls du Anatomie lernen musst. Also bleib gerne bis am Ende dran, dann verpasst du auf jeden Fall die Neuigkeit nicht. Ja, und falls du uns schon länger folgst oder kennst und schon Videos hier auf YouTube geschaut hast, dann wirst du sicher gemerkt haben, wir sind einfach riesengroße Fans von Lerntechniken, von ganz konkreten, speziellen Lerntechniken. Ich möchte dir eben zeigen, wie du auch hier in dem Fall bei den Stoffwechselwegen in der Biochemie eine ganz konkrete Lerntechnik anwenden kannst, mit der ich selbst auch im Studium, wie gesagt, gelernt habe und mit der du auch Stoffwechselwege sehr schnell in deinen Kopf, in dein Gedächtnis bekommst. Ja, und wer mich auch schon länger kennt, der weiß sicherlich, dass ich ein riesengroßer Fan von den Gedächtnispalästen, von der Loki-Methode bin. Die haben mir damals in meinem Biostudium, aber dann später auch im Medizinstudium Riesendienste erwiesen. Ich habe mir so viel Zeit und Nerven damit gespart, dann letztendlich auch bei meinen 2 Gedächtnis-Weltrekorden. Ich möchte dir jetzt konkreter zeigen, wie du eben die Gedächtnispaläste oder eben die Methode oder die Loki-Methode als Lerntechnik, wird ja eigentlich synonym meistens verwendet, wie du mithilfe dieser Lerntechnik wirklich diese biochemischen Stoffwechselwege ja meistern kannst und bewältigen kannst. Ja, und gerade in so einem Thema, wo man wirklich sehr viel auswendig lernen muss und gar nicht ganz so mega viel verstehen kann, klar kann man Zusammenhänge und logische Sachen verstehen und sich herleiten, aber trotzdem muss man einfach die einzelnen Substrate, die Enzyme und so weiter in der richtigen Reihenfolge drauf haben und beherrschen. Und da kommt man dann nicht drum rum, wirklich die Sachen sich ja auswendig irgendwie anzueignen. Ja, und gerade wenn es darum geht, große Mengen in möglichst kurzer Zeit und auch langfristig sich einzuprägen, gibt es in meinen Augen, und da werden mir sicherlich viele zustimmen, nichts Besseres als eben diese Gedächtnispaläste. Ja, dann noch ein Tipp vorweg, bevor ich jetzt konkret auf die Lerntechnik und deren Anwendung eingehen werde. Ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, dass du dir, bevor du dich irgendwie hinsetzt, die einzelnen Stoffwechselwege lernst, wirklich dich mal hinsetzt und dir vielleicht eine Übersicht oder irgendein Biochemie-Poster hernimmst und versuchst einfach mal dir einen Überblick zu verschaffen, was gibt's überhaupt, wie hängen die vielleicht zusammen, dass du so eine große grobe Struktur, einen großen Überblick hast und dann wirklich anfängst und dich hinsetzt und die einzelnen Stoffwechselwege wirklich dann ja auswendig lernst mit den ganzen Details und Informationen, die man eben dazu wissen muss. Ja, und im Folgenden möchte ich dir auch gar nicht groß erklären, wie du die Zusammenhänge sehen kannst, wie du das Ganze verstehen kannst, sondern meine größte Fachexpertise sehe ich einfach darin, dir zu vermitteln, wie du wirklich die Details auswendig dann in dein Gedächtnis bekommst. Ja, und wie gesagt, das Mittel der Wahl, um Stoffwechselwege und Biochemie zu lernen, sind in meinen Augen Gedächtnispaläste. Also schauen wir uns mal ganz konkret an, wie würde ich da vorgehen, wenn du jetzt sagst, du sitzt vor so einem Stoffwechselweg und möchtest dir den auswendig einprägen. Wie baust du dir jetzt erstmal einen Gedächtnispalast? Dazu verlinke ich dir oben mal ein Video. Da haben wir ganz genau beschrieben, welche Schritte nötig sind, um so einen Gedächtnispalast ja zu bauen. Schau dir gerne das Video mal dazu an. Ich werde dir aber kurz einen kleinen Abriss geben, welche Schritte du beachten musst und werde dann noch Details dazu sagen. Also, von Grund auf einen Gedächtnispalast baut man, indem man eigentlich 4 Punkte beachtet. Im ersten Punkt, du suchst dir einen bekannten Raum, den du möglichst gut kennst. Im zweiten Schritt, du suchst dir markante Gegenstände in diesem Raum heraus. Im dritten Schritt, du wandelst die Lerninhalte, in unserem Fall Enzyme, Substrate und so weiter, in Bild oder in Bildern um. Und im vierten Schritt verknüpfst du dann die Bilder, die du in Schritt 3 gewonnen hast, mit den markanten Gegenständen, die du dir in Schritt 2 überlegt hast. Und im vierten Schritt, der ist besonders wichtig, dass du wirklich die Bilder gut interagieren lässt mit den einzelnen Gegenständen in dem Raum. Ja, und wenn du jetzt sagst, das hört sich alles noch sehr theoretisch an, wie gesagt, schau dir das eine Video gerne mal dazu an, aber schau dir zum Beispiel auch das Video zum Citratzyklus an, das zweite Video. Da wirst du ganz genau sehen, wie wir das angewandt haben, dass wir uns einen Raum hergenommen haben. Wir haben so ein Fabrikgebäude hergenommen und haben
da dann, wie ich es gerade beschrieben habe, die einzelnen Sachen in Bilder umgewandelt und diese dann in diesem Raum an den verschiedenen Gegenständen, am Fließband und so weiter verknüpft. In diesem Fall war es zwar ein fiktiver Raum, weil natürlich nicht jeder die gleichen Räume kennt, deswegen haben wir einfach so einen Raum animiert. Wenn du aber selbst da bist oder in der Situation bist und dir einen Stoffwechselweg einprägen möchtest, wo es noch kein Merkvideo von uns oder so gibt, dann nimm wirklich einfach im ersten Schritt einen Raum, den du gut kennst. Dann, wenn du diesen Raum gefunden hast, mach nicht den Fehler und such dir Gegenstände wahllos von links nach rechts, von oben nach unten heraus, sondern geh wirklich der Reihe nach diesen Raum ab. Ich mache es immer so, von links nach rechts, von oben nach unten. Dann habe ich eine ganz klare Reihenfolge und eine lineare Route durch diesen Raum, damit ich auch dann, ist ja eben wichtig bei den ganzen Kreisläufen, dass man auch die Reihenfolge hat, dass du wirklich linear diesen Raum von links nach rechts, von oben nach unten, nach diesen markanten Gegenständen absuchst. Und wie gesagt, im dritten Schritt wandelst du dann die einzelnen Substrate in Bilder um. Ein kleines Beispiel bei unserem Zitratzyklus-Video, wenn du es vielleicht schon kennst oder jetzt noch anschaust, da haben wir es so gemacht, Zitrat, das erste Substrat, Zitrat haben wir umgewandelt in eine Zitrone. Es klingt so ähnlich. Oder der Akkubohrer steht bei uns für die Akkonidase. Geht so ähnlich an und die Begriffe helfen dir dann eben wieder auf den eigentlichen Fachbegriff zu kommen. Und so kannst du es auch bei egal anderen Begriffen, das muss auch gar nicht mal biochemisch sein, sondern in der Anatomie oder anderen Fächern, dass du einfach hergehst und sagst, an was erinnert mich der Begriff oder wie klingt der Begriff und dementsprechend dir ein Bild überlegst oder suchst. Ja, und dann, wenn du diese Bilder gefunden hast, wie gesagt, gehst du im vierten Schritt her und verknüpfst diese Bilder mit den Gegenständen. Wichtig ist hierbei, dass du das extrem verrückt interagieren lässt und nicht nur einfach hinstellst, hinsetzt, weil das kann sich unser Gehirn viel, viel weniger merken, als wenn irgendwas Verrücktes und Merkwürdiges passiert. Und je extremer du das machst, umso schneller und umso langfristiger bleiben dann die Sachen und auch Details dann wirklich hängen. Wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht noch nicht ganz verstanden oder noch nicht so eine klare Vorstellung, wie man das wirklich umsetzen kann, dann schau dir wie gesagt das Zitratzyklus-Video mal an oder das Video zu den Aminosäuren hier auf unserem YouTube-Kanal oder zum Beispiel, das ist jetzt zwar nicht biochemisch, aber zum Beispiel in dem Plexus brachialis das Video dazu oder die Purinsynthese. Dort siehst du, wie man das wirklich umsetzen kann und wirklich konkret an so einem konkreten Thema dann auch anwenden kann und ja, wie das dann wirklich im Lernalltag aussehen kann. Und das ist noch ein wichtiger Tipp, wenn du die Sachen dir vorstellst, diese Bilder, auch wenn du unsere Videos nur schaust und dir gar nicht selbst baust, dass du dir wirklich die Sachen mit möglichst vielen Emotionen, Sinnen vorstellst. Wenn du dann im Zitratzyklus die Zitrone siehst, dann stell dir vor, wie die vielleicht riecht. Du beißt vielleicht rein, wie die sauer schmeckt, du berührst die vielleicht, dass die leicht rau ist und so weiter. Je mehr Emotionen und Sinne du da dir noch vorstellst und reinbringst, umso besser und effizienter gelangt es dann auch in dein Gedächtnis. Und wichtig ist eben auch, dass du dir die Sachen wirklich visualisierst und vorstellst. Auch hier wieder, ob du ein Video von uns guckst oder dir deinen eigenen Gedächtnispalast baust, mach auch gern wirklich die Augen zu, visualisier das, stell dir das wirklich gut vor, weil je besser du dir das visualisierst, in Kombination mit den ganzen Emotionen, Sinnen, mit der Verrücktheit, Übertriebenheit, umso besser bleibt es dann auch wirklich letztendlich hängen. Und dann noch auch ein wichtiger Tipp, das werde ich auch oft gefragt in den Coachings und so weiter. Wie mache ich es jetzt, wenn Begrifflichkeiten häufiger vorkommen? Zitrat kommt jetzt ja auch in anderen Stoffwechselwegen und so weiter vor. Wie gehe ich da vor? Und da kann ich dir ganz klar empfehlen oder den Tipp aussprechen, verwende für die einzelnen Lerninhalte, für die Begrifflichkeiten, Substrate, Enzyme und so weiter immer die gleichen Bilder. Hat mehrere Vorteile. Wenn du die gleichen Bilder verwendest, siehst du auch Zusammenhänge. Wenn du jetzt dich daran erinnern kannst, ach ja, beim Zitratzyklus, da kam ja die Zitrone vor und in einem anderen Stoffkreislauf kam dann auch wieder die Zitrone vor, dann weißt du sofort direkt, ach ja, da kommt überall Zitrat vor, vielleicht müssen die zwei Stoffwechselwege oder Kreisläufe irgendwie in Zusammenhang stehen oder was zu tun miteinander haben. Deswegen ganz klar der Tipp, wenn du auch in Anatomie in anderen Fächern gleiche Begriffe hast, immer die gleichen Bilder hernehmen. Und es kommt dann auch nicht, wie oft befürchtet, zu irgendwelchen Verwechslungen, sondern das funktioniert auch aus eigener Erfahrung wunderbar und macht sie einfach einfacher, weil du auch dann nicht nochmal dir Zeit und Mühe machen musst, dir immer wieder für den gleichen Begriff andere Bilder zu überlegen, sondern wenn du dann schon mehr in Biochemie oder Anatomie gelernt hast und immer wieder die gleichen Begriffe, Substrate, Enzyme vielleicht vorkommen, hast du sofort in einer Sekunde gleich dein Bild parat, was du eben schon bei anderen Stoffwechselwegen dir überlegt hast. Ja, und wenn du jetzt sagst, puh, das klingt alles ein bisschen noch kompliziert, ich habe gar nicht mehr die Zeit, mir jetzt selbst groß Gedächtnispaläste zu bauen. Du weißt es vielleicht oder hast es vielleicht auch schon genutzt. Wir haben ein Online-Lernpaket, wo wir ganz, ganz viele Gedächtnispaläste, gerade in Bezug auf Biochemie und den Stoffwechselwegen, schon Gedächtnispaläste für dich gebaut haben, wo du wirklich nur auf Play klicken musst und dann oft schon nach einmaligem Anschauen wirklich die Details und den Stoffwechselweg drauf
ja hast oder kannst wirklich die Details. Das haben uns auch schon mehrfach mittlerweile Studierende ja geschickt oder eine Rezension geschrieben, so boah, ich habe wirklich viele Sachen einmal angeschaut und ich kann es mir wahrscheinlich ja noch in 100 Jahren merken. Also wenn du wirklich nicht mehr die Zeit hast oder jetzt die Nerven hast, dich groß mit dieser Technik zu beschäftigen, ich verlinke dir mal unser Lernpaket hier unten. Dort findest du den Citratzyklus, findest du teilweise eben auch hier auf YouTube kostenlos, wo du dir anschauen kannst, aber dann auch Glykolyse, Hämsynthese, Purin, Pyrimidinsynthese, die ganzen wichtigsten Stoffwechselwege sind damit drinnen, die ganzen Aminosäuren mit deren Strukturformeln und so weiter. Schau gerne auf unsere Homepage, da ist auch die ganze Liste ja drin, oder ich blende dir vielleicht auch hier mal ein, wo du siehst, welche Themen da drin sind, und du musst erst gar nicht die Mühe machen, ja, dir selbst solche Gedächtnispaläste zu bauen. Gerade am Anfang ist es vielleicht ein bisschen zeitintensiv, weil man eben kreativ werden muss, was wir gar nicht mehr so gewohnt sind, und du musst dir den Raum suchen und so weiter. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, das einfach möglichst viel mal selbst auszuprobieren, anzuwenden, und je mehr du das einfach ausprobierst und nutzt, wirst du sehen, umso schneller wirst du, und dann wirst du ganz schnell und fast schon automatisch dir Gedächtnispaläste bauen können, wenn du dann wirklich auch Zeitdruck hast und vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit hast, dass das trotzdem dann super funktioniert. Also ich kann dir auch prinzipiell, wenn du eben Medizin oder ein lernintensives Fach studierst, dich wirklich mit den Gedächtnispalästen auseinanderzusetzen. Sie sind mega, mega gut und haben wir wirklich den Hintern gerettet im Medizinstudium, sonst hätte ich, glaube ich, ja echt einige Semester länger gebraucht, weil ich einfach die Stoffmenge gerade in Biochemie einfach hätte nicht bewältigen können. Und dir geht es vielleicht ähnlich, dass du sagst, du hast gar nicht mehr die Zeit und es sind so viele Details, du vergisst die Sachen wieder. Und da können wirklich die Gedächtnispaläste so die Rettung sein, weil es einfach mega, mega gut funktioniert. Und wie gesagt, überzeug dich selbst mal mit Videos hier auf dem YouTube-Kanal, wie gut das einfach funktioniert. Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp, der wird oft auch falsch verstanden oder falsch gemacht. Ich sehe es auch in den Einzelcoachings und so weiter oder in Workshops, dass die Leute es falsch verstehen und dann sagen, okay, ich wandle die Bilder, die Inhalte in ein Bild um, lege die dann an den Gegenständen im Raum ab und sagen dann, ah, ich habe vielleicht als Bild ein Ei und ich bin gerade in der Küche am Herd, dann passt doch das Ei ganz gut in die Pfanne. Mach nicht den Fehler, dass du sagst, ah, das passt ja ganz gut, das Bild zu dem Gegenstand, sondern gehe wirklich ganz linear vor. Du gehst den Raum ab von links nach rechts, fängst links an. Wenn da der Kühlschrank ist, dann kommt das erste Bild, wird mit diesem Kühlschrank verknüpft und so weiter. Und geh dann nicht her, nur weil irgendwas besser passt, dass du dann in dem Raum schon vorspringst und dann wieder zurück und nach oben, unten. Dann kommst du irgendwann durcheinander, verwechselst Sachen, vergisst Sachen. Und dann ist dieser große Vorteil dieser klaren Struktur von Gedächtnispalästen dahin. Deswegen noch der Tipp, wenn du selbst ausprobierst, geh der Reihe nach von links nach rechts, von oben nach unten diesen Raum der Reihe nach ab, leg ganz stringent ein Bild, das nächste, den nächsten Lerninhalt, was du in Bild umwandelst, ganz linear, Schritt für Schritt der Reihe nach ab. Genau, weil dann einfach gewährt ist, dass du nichts vergisst, nichts durcheinander bringst. Und für dich ist es auch viel klarer und sicherer im Kopf, dann den Raum ganz klar abzugehen, von einem Punkt zum nächsten. Und den Tipp kann ich dir auch gerade zum Anfang geben. Wandel wirklich einen Begriff in ein Bild um. Und dieses Bild, dieses eine Bild verknüpfst dann mit einem Gegenstand. Dann gehst du zum nächsten Gegenstand, verknüpfst dort wieder das nächste Bild und so weiter. Mach nicht den Fehler, dass dann 15 Bilder an einem markanten Gegenstand in dem Raum verknüpft sind, weil dann ist auch wieder der Effekt weg, du vergisst Sachen, es kommt zu Verwechslungen, du bringst Sachen durcheinander und so weiter. Ja, und dann noch ein kleiner Tipp, wie du vorgehen kannst, wenn du jetzt einen Gedächtnispalast gebaut hast, einen Stoffwechselweg dir eingeprägt hast, wenn du jetzt ja weitere 15 Stoffwechselwege oder mehr dir einprägen möchtest. Und da kann ich dir empfehlen, versuch dir für einen Stoffwechselweg einen Raum oder mehrere Räume herzunehmen, je nachdem wie groß der Stoffwechselweg ist. Kann es natürlich sein, dass der Raum schon früher voll ist und du vielleicht 2, 3 Räume hernimmst. Aber ich kann dir empfehlen, wirklich für unterschiedliche Stoffwechselwege, wenn du jetzt den zweiten Stoffwechselweg dir anbringen möchtest, dafür auch den zweiten einen neuen Raum, ein neues Gebäude herzunehmen, dass das schön getrennt ist und dann nicht zu Verwechslungen kommt. Genau, also versuch wirklich, wenn du mehrere Stoffwechselwege nimmst, auch wirklich verschiedene Räume herzunehmen und nicht zu versuchen, irgendwie Citratzyklus und Glykolyse irgendwie in einen Raum zu quetschen. Und das ist eben auch ein wichtiger Tipp, dass du nicht zu viele Bilder zu viel in einen Raum quetscht. Wie gesagt, der Tipp, leg wirklich nur ein Bild an einem Gegenstand ab und dann kannst du eigentlich das Problem vermeiden und umgehen. Also nochmal zusammengefasst. Am Anfang würde ich mir erstmal einen Überblick über die ganzen Stoffwechselwege verschaffen und die Zusammenhänge und dann wirklich mit Gedächtnispalästen mit der Loki-Methode lernen, indem du eben die 4 Schritte beachtest. Du suchst in einem markanten Raum, du suchst in markante Gegenstände in diesem Raum, du wandelst die Lerninhalte in Bilder um und im vierten, finalen Schritt verknüpfst du dann diese Bilder an diesen Gegenständen in diesem Raum.
Falls du jetzt noch Fragen hast oder noch nicht was so ganz verstanden hast oder vielleicht noch irgendein Detail wissen möchtest oder selbst gerade einen baust oder schon gebaut hast und sagst, da hast du noch Probleme, schreib es mir gerne in die Kommentare. Entweder ich antworte direkt darauf oder ich mache vielleicht dazu auch ein extra Video, wenn das vielleicht auch ja, mehrere Leute haben, dieses Problem. Also schreib es gerne in die Kommentare, wenn ich dir da irgendwie helfen kann. Und dann wünsche ich dir schon mal viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren oder beim Schauen unserer Videos und wünsche dir schon mal auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg beim Biochemielernen. Ja, und jetzt noch zur Neuigkeit, die ich dir zu Beginn versprochen habe. Es gibt wieder neue Merkvideos und Gedächtnispaläste in unserem Online-Lernpaket. Und zwar ist es so, leider keine Biochemie-Themen, aber da haben wir schon relativ viele Sondern zu anatomischen Themen. Und zwar haben wir neue Gedächtnispaläste erstellt zur Arteria axillaris, zur Arteria brachialis, zur Arteria radialis, zur Arteria ulnaris und so weiter. Also die vier neuen Videos sind dazugekommen. Es gibt mittlerweile sind schon ältere Videos zur Arteria subclavia, zur Aorta ascendens und so weiter, auch schon weitere Arterien. Also falls du gerade Anatomie auch lernen musst, neben Biochemie oder nur Anatomie, dann schau gerne auch mal da in unser Lernpaket rein. Wie gesagt, da gibt es viele, viele Gedächtnispaläste, wo du dir sie nur einmal anschauen musst und dann oft schon kannst und wirklich dir enorm viel Zeit und Nerven einfach beim Lernen auswendig lernen sparen kannst. Und vielleicht bist du gerade in der Situation, du hast nicht mehr so viel Zeit, es selbst irgendwie neue Lerntechniken anzueignen oder Gedächtnispaläste zu bauen, dann ist das vielleicht eine ganz gute Alternative. Und das noch als finaler Tipp, falls du sagst oder gesehen hast, in Biochemie funktioniert es ganz gut, du kannst Gedächtnispaläste wirklich überall da perfekt und super genial anwenden, immer dann, wenn du was auswendig lernen musst. Das kann in Physiologie sein, das kann in anderen Fächern sein, das kann auch eine Definition in Psychologie sein und so weiter. Also diese Lerntechnik, wenn du dir die mal angeeignet hast, kann so, so viel wert sein für dein ganzes Studium, auch für den Alltag oder dann als Arzt, Ärztin. Also das kann ich dir sowieso ans Herz legen. Versuch dir die Loki-Methode, die Methode der Gedächtnispaläste anzueignen, weil das richtig, richtig geil ist und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ja, falls dir das Video gefallen hat, lass gerne noch einen Daumen nach oben da, abonniere auch unseren Kanal, gerne auch das Glöckchen aktivieren. Viele von euch haben eh noch nicht abonniert, habe ich in der Statistik gesehen, also gerne einfach, dir kostet es nichts hier, den Abo-Button klicken, würde mich freuen, du wirst uns damit unterstützen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann teile das Video gerne auch mit anderen Leuten, die vielleicht davon profitieren können. Und in dem Sinn wünsche ich dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg beim Anwenden von Gedächtnispalästen, beim Schauen von Gedächtnispalästen oder Videos von uns, wie auch immer. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Drück dir die Daumen, dass du Biochemie bestehen wirst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.